Ja, meine Damen und Herren, es ist klar geworden, dass Gründen tatsächlich Geld kostet. Das haben die Gründerinnen und Gründer uns eben auch erzählt. Wir haben gehört, es gibt unterschiedliche Fördermöglichkeiten, aber wir wollen das noch ein bisschen genauer vertiefen, denn es gibt Möglichkeiten, noch ein bisschen genauer dort einzusteigen. Und darum haben wir Christian Hörschen von der NRW Bank in Münster eingeladen und er wird uns jetzt etwas dazu sagen, wie man Fördermittel beantragen kann. Ja, vielen Dank, Frau Büscher. Ich werde mir alle Mühe geben, das in der gebotenen Kürze des heutigen Nachmittages zu tun. Wir hatten ja gerade in dem Vortrag, der jetzt unmittelbar vorher war, schon die eine oder andere Zuschussförderung auch vorgestellt bekommen. Im Gründertalk hatten wir jetzt nur bei den Damen und Herren zu tun, die aus eigener Kraft gegründet haben. Da wäre natürlich noch der eine oder andere Zuschuss nett gewesen. Aber letzten Endes haben Sie es ja aus eigener Kraft stemmen können, was auch wunderbar ist. Dann müssen Sie niemanden fragen und können halt die Dinge so halten, ohne sich irgendwo um Geld bemühen zu müssen, wie Sie sich das vorstellen. Das Privileg haben aber, wie die Erfahrung zeigt, bei Weitem nicht alle Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Die Idee ist gut, das Vorhaben ist gut. Sie haben die Möglichkeit, beim Unternehmen einzusteigen, Unternehmen zu übernehmen. Aber die Reserven auf der hohen Kante reichen eben nicht aus, um das eben tatsächlich aus eigener Kraft finanzieren zu können. Und da kommen wir natürlich auch ganz schnell, ne? Frau Naumann hat es eben bei der Vorstellung des Finanzplans ja auch schon dargestellt, in die Notwendigkeit, dass hier eben auch dann ein Darlehen benötigt wird, dass Kreditmittel mit eingesetzt werden müssen. So, das kann natürlich ein ganz normales Darlehen Ihrer Bank oder Sparkasse, Ihrer Hausbank sein. Nichtsdestotrotz gibt es hier eben aber auch eine Menge von Förderungsmöglichkeiten, die Ihnen diesen Prozess und den Weg der Kreditvergabe eben tatsächlich auch erleichtern sollen. Wie Frau Büscher gerade sagte, ich bin von der NRW-Bank, dort seit ungefähr 20 Jahren hier eben auch vor allen Dingen in der Region Ostwestfalen als Förderberater unterwegs. Die NRW-Bank steht dort aber nicht allein auf weiter Flur, sondern wir haben es hier in der Regel eben bei den Finanzierungen und Förderungen Ihrer Gründungsvorhaben eigentlich mit drei Förderinstituten zu tun. Für die anderen beiden spreche ich jetzt einfach mal mit. Wir haben auf der Bundesebene die KfW, die sorgt für das Basisangebot, was über alle Bundesländer hinweg natürlich einheitlich ist. Und wir haben dann eben auf der Landesebene Nordrhein-Westfalens einerseits die Bürgschaftsbank. Was die macht, sagt der Name, von der kriegen Sie kein Geld, von der kriegen Sie Bürgschaften zu Ihren Gunsten. Was das soll und was das kann, das sehen wir gleich. Und eben last not least die NRW-Bank, die eben mit ihren eigenen Förderangeboten dann die Lücken, die wir durchaus sehen im Bundesangebot, schließen möchte, beziehungsweise eben hier die Basisförderung, die der Bund zur Verfügung stellt, dann eben auch entsprechend abrunden möchte. Sie brauchen nichtsdestotrotz Ihre ganz normale Hausbank, Ihre Bank oder Sparkasse, welche immer das sein mag. Sprechen Sie auch durchaus in der Finanzierung Ihres Vorhabens mit mehreren Kreditinstituten. Die haben teilweise zu dem, was Sie vorhaben, dann auch mal einen unterschiedlichen Betrachtungswinkel. Die Förderinstitute stehen letzten Endes hinter Ihrer Hausbank. Auf den Begriff werde ich mich jetzt im weiteren Verlauf auch konzentrieren, stehen hinter Ihrer Hausbank und Sie haben eben gemeinsam mit Ihrer Hausbank die Möglichkeit, sich aus diesen Förderkreditangeboten eben tatsächlich, manchmal kann man sich das auch so ein bisschen wie ein Puzzlespiel vorstellen, die passenden Angebote dann gemeinsam rauszusuchen, um eben zu einer ja, maßgeschneiderten Finanzierung an der Stelle auch kommen zu können. Wichtig ist, Gemendili, Sie hatten darauf hingewiesen, die richtige Reihenfolge. Ganz entscheidend kam auch gerade im Vortrag jetzt unmittelbar davor nochmal zum Tragen, bevor Sie irgendwelche Verpflichtungen eingehen, irgendwas unterschreiben, stellen Sie bitte die Anträge vorher, auch im Kreditbereich. Das hat formale Aspekte, aber es hat auch einen ganz praktischen Aspekt. Wenn Sie hier für die Vorhabensrealisierung auf eine Kreditfinanzierung angewiesen sind, dann brauchen Sie ja auch die Finanzierungszusage, um die Sicherheit zu haben, Ihre Investitionen eben auch tatsächlich tätigen zu können. Um hier einmal auf die Wirkungsweise der entsprechenden Förderprogramme zu kommen, fange ich mal mit was Negativem an. Warum werden denn Investitionskredite, und dazu zählen eben auch Finanzierungsanfragen für Existenzgründerinnen und Existenzgründer, meistens abgelehnt? Das sind fehlende Kreditsicherheiten. Stellen Sie sich das vor, Sie gehen zu Ihrer Hausbank, Sie sprechen mit Ihrer Beraterin, Ihrem Berater, stellen Ihr Vorhaben dar, haben den Businessplan, wie es Frau Naumann erklärt hat, eben auch entsprechend vorbereitet. Es stößt alles auf eine sehr positive Resonanz, guter Anklang. Ihr Finanzierungsberater ist von Ihrem Vorhaben begeistert, er sieht die Chancen,
Er sieht auch die Märkte, die Sie skizziert haben. Sie sind an der Stelle einfach übereinander gekommen. Das funktioniert. Nichtsdestotrotz fragt Ihr Finanzierungsberater, wenn es denn wieder erwarten nicht funktioniert, was können Sie mir denn bieten, idealerweise an Sachwerten, Kreditsicherheiten, falls es nicht funktionieren sollte und der Kredit dann eben nicht aus Ihrer erfolgreichen Existenzgründung heraus, sondern eben anderweitig zurückgezahlt werden muss. Und das ist genau die Frage nach Kreditsicherheiten, die notwendigerweise, das ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche, im Rahmen Ihrer Finanzierungsgespräche dann kommen wird. Und auch da gilt, wenn Sie entsprechend Grundbesitz haben, 20 Hektar Bauerwartungsland in Bielefelder Innenstadt wäre eine optimale Kreditsicherheit, die aber die meisten Leute dummerweise nicht haben. Dann sind Sie an der Stelle fein raus, dann können Sie aus eigener Kraft auch dieses Problem lösen. Wenn es allerdings nicht funktioniert, Sie über diese Kreditsicherheiten nicht verfügen und auch aus Ihrem Vorhaben heraus diese Kreditsicherheiten nicht entstehen, weil Sie investieren eben erstmal in Ihre Idee, die ist so lange was wert, wie sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie nichts mehr wert und für eine Hausbank als Kreditsicherheit nicht geeignet. Und das ist genau der Punkt, wo eben die öffentlichen Förderkreditprogramme ansetzen sollen, indem im Hintergrund dafür gesorgt wird, dass Sie die Kreditsicherheit gegenüber Ihrer Hausbank haben. Das funktioniert über zwei verschiedene Instrumente, die aber für Juristen im Prinzip schon fast wieder das Gleiche sind. Das eine ist die sogenannte Haftungsfreistellung, die nicht bedeutet, dass Sie einen Kredit, den Sie aufnehmen, nicht zurückzahlen müssen. Dabei bleibt es natürlich ohne Zweifel, sondern es ist eine Risikoverteilung zwischen dem Förderkreditgeber im Hintergrund, sei es die KfW und sei es die NRW-Bank und ihrer unmittelbar finanzierenden Hausbank, dass, wenn es schief geht, eben eine gewisse Quote, regelmäßig 80%, der für die Hausbank offen gebliebenen Kreditforderung dann auf das Förderinstitut dahinter übergehen. Sprich, das Risiko der Hausbank, Geld zu verlieren, wenn es wieder erwarten nicht klappt, geht entsprechend nach unten. Alternativ, je nach Vorhabensgröße, je nach Finanzierungsbedarf, je nach konkreter Finanzierungssituation, kommt dann eben auch das weitere Förderinstitut auf der Landesebene Nordrhein-Westfalen ins Spiel, die Bürgschaftsbank NRW, die ausschließlich Bürgschaften vergibt, zu Ihren Gunsten, nämlich um genau dieses Problem damit einem anderen Instrument zu lösen. Sie sind dann in der Finanzierung frei, haben nicht die Verbindung der Haftungsfreistellung mit dem Förderkredit. Man hat dann auf der Finanzierungsseite einfach höhere Freiheitsgrade und die Chance, sich die Finanzierung eben von der Bürgschaftsbank verbürgen zu lassen, auch mit dem Ziel, dass das Kreditausfallrisiko, um es mal im Fachchinesischen zu sagen, für die Hausbank sich eben auch um bis zu 80% reduzieren kann und Sie damit über diese Kreditsicherheitenhürde tatsächlich drüber getragen werden können. Gucken wir uns mal an, wie das konkret aussehen kann. Auf der Bundesebene über die KfW hat sich mittlerweile schon seit sehr, sehr vielen Jahren das sogenannte Startgeld, Langversion ERP Gründerkredit Startgeld, als Basisfinanzierungsinstrument etabliert und auch bei den Banken und Sparkassen, bei den Hausbanken auch als Basisfinanzierungsinstrument etabliert. Wird also auch tatsächlich gerne in der Existenzgründungsfinanzierung eingesetzt und steht nicht nur auf dem Papier. Es geht hier um Existenzgründerinnen, Existenzgründer, junge Unternehmen innerhalb der ersten 5 Jahre nach ihrer Existenzgründung, die hier eben über dieses Förderprogramm die Chance haben, bis zu 125.000 Euro Kreditbedarf aus diesem Förderprogramm zu durchaus zinsgünstigen Konditionen finanziert zu bekommen, automatisch mit dieser 80%igen Haftungsfreistellung, Schrägstrich Bürgschaft, zu Ihren Gunsten bei Ihrer Hausbank. Also Sie haben hier eben die Chance, mit Ihrer Hausbank zu sprechen und unter Zuhilfenahme dieses Fördermittels, dieses Förderinstrumentes eben das Thema fehlende Kreditsicherheiten eben doch weitestgehend ausblenden zu können. Am Beispiel wird es normalerweise ein bisschen klarer. Ich habe hier einfach mal 2 Physiotherapeuten genommen. Das können Sie aber auf alle Branchen übertragen. Das ist komplett eben auch für alle Branchen im Bereich Handwerk, im Bereich Gewerbe, Dienstleistungen komplett offen, inklusive auch der freien Berufe. Hier möchten sich 2 Physiotherapeuten selbstständig machen. Die bringen die erforderliche persönliche und fachliche Qualifikation mit. Dinge, Frau Naumann, die Sie ja eben auch noch mal betont haben, die natürlich ebenfalls ganz wichtig sind.
Und in diesem Beispiel haben Sie jetzt auch jeweils 10.000 Euro Eigenkapital angespart, was schön ist, was auch immer hilft, aber auch, das sei gesagt, nicht notwendigerweise zwingend erforderlich ist. Um die Physiotherapiepraxis einzurichten, brauchen beide zusammen 150.000 Euro. Es müssen entsprechende Behandlungsgeräte, Sportgeräte für Reha-Sport, Bürokommunikationstechnik und so weiter angeschafft werden. Und eben ganz wichtig auch 20.000 Euro sogenannte Betriebsmittel. Das ist nichts anderes als die Liquiditätsreserve, von der Sie eben im Vortrag von Frau Naumann gehört haben. Wenn Sie sich selbstständig machen, die Kosten haben Sie vom ersten Tag, die Rechnung nicht unbedingt. Und wenn das Finanzamt noch streikt und Ihnen keine Steuernummer gibt, dann kann sich dieser Zeitraum an der Stelle sogar noch ein bisschen nach hinten schieben. Und das müssen Sie am Anfang überbrücken über eine entsprechende Reserve, und im Finanzierungschinesisch nennt man das einfach Betriebsmittel. Jetzt habe ich gerade gesagt, 125.000 Euro ist der Maximalbetrag für das Startgeld und präsentiere Ihnen hier ein Finanzierungsbeispiel, was größer ist. Nein, da ist aber kein Fehler drin, weil ich habe es hier mit zwei Personen zu tun, die sich selbstständig machen, und die 125.000 Euro Maximalbetrag, die gelten dann letzten Endes pro Nase. So, und hier in der Finanzierung, wie gesagt, Eigenkapital hilft, ist aber nicht zwingend erforderlich, sehen wir eben die Wirkung dieses Hebels, den wir mit der Haftungsfreistellung hier ansetzen können. Es ist für die finanzierende Hausbank ein Unterschied, ob Sie mit einer guten Idee, mit einer guten Qualifikation hier als Physiotherapeuten antreten und sagen, na gut, 20.000 Euro Eigenkapital waren ja da, wir hätten gerne 130.000 Euro auf unsere schönen blauen Augen. Oder, liebe Hausbank, wir hätten die 130.000 Euro natürlich immer noch auf unsere schönen blauen Augen, die ich persönlich nicht habe, aber egal. Aber wir haben hier eine Hilfestellung, die aus diesen 130.000 Euro Risiko für die finanzierende Hausbank nur noch 26.000 Euro macht. So, und Ihr Banker oder Ihre Bankerin wird es sich wesentlich leichter damit tun, eine Kreditentscheidung für ein kalkulatorisches Ausfallrisiko von 26.000 Euro zu treffen, als es eben für den Gesamtfinanzierungsbetrag von 130.000 Euro ist, weil hier eben 80% des Risikos auf die KfW und damit letzten Endes auf den Bund weggedrückt werden, aus Sicht der Hausbank. Nicht alle Vorhaben kommen mit diesen 125.000 Euro und sei es eben auch pro Person aus. Wir haben auch gerade im Bereich der Unternehmensnachfolge, im Bereich des Ausbaus von jungen Unternehmen, die sich die ersten Jahre erfolgreich entwickelt haben, eben auch durchaus Vorhaben, über die wir dann sprechen, die einen höheren Finanzierungsbedarf benötigen. Und bei 125.000 ist in diesem Startgeld nun mal Schluss. Es ist bei den Banken und Sparkassen beliebt, ja, weil die Finanzierung und dieser risikoentlastende Aspekt, die Haftungsfreistellung, eben tatsächlich aus einer Hand kommen und es ja auch relativ einfach in einem eingespielten Verfahren auch beantragt werden kann. Das heißt aber nicht, dass wir bei größeren Vorhaben an der Stelle an die Grenzen der Förderungsmöglichkeiten mit vergleichbaren Instrumenten kommen, sondern dann müssen wir einfach nach anderen Instrumenten gucken, und dann fangen wir im Grunde an, ich hatte das Wort Puzzeln eben schon mal angesprochen, eben verschiedene Förderkomponenten, verschiedene Förderbausteine eben tatsächlich einzeln uns anzugucken und sie idealerweise so zu kombinieren, dass eben wieder ein Finanzierungsergebnis dabei rauskommt, mit dem Sie leben können, natürlich ganz wichtig, mit dem aber auch Ihre Hausbank leben kann, weil sie muss Ihnen das Geld ja zur Verfügung stellen. Und als Basisfinanzierungsinstrument wäre dann von unserer Seite der NRW-Bank-Gründungskredit zu nennen, der sich ebenfalls hier an Gründerinnen, Gründer und junge Unternehmen in den ersten 5 Jahren richtet. Und das Thema, wie kriegen wir denn die Hausbank dazu, bei fehlenden Kreditsicherheiten trotzdem mit dem Kopf zu nicken und die Finanzierungszusage zu geben, da würden wir dann eben auf das Spezialförderinstitut, die Bürgschaftsbank NRW, zurückgreifen, die, wie gesagt, nichts anderes tut, als Vorhaben, die sie für sinnvoll und gut hält, gegenüber ihren Hausbanken mit 80% zu verbürgen. Und wenn wir uns das Ganze eben im Finanzierungsbeispiel dann auch noch bitte einmal gemeinsam ansehen, ja, wir haben jetzt hier ein Vorhaben, 300.000 Euro, 2 Personen, mit dem Startgeld komme ich hier einfach nicht mehr aus. Ich baue mir eine entsprechende Finanzierung unter Zuhilfenahme der anderen Förderbausteine, greife hier eben
auf den NRW-Bank-Gründungskredit zurück, greife auf die Bürgschaft der Bürgschaftsbank NRW zurück und komme letzten Endes, wenn Sie sich die Zahlen im Vergleich ansehen oder falls Sie die andere Folie eben mit dem Finanzierungsbeispiel noch so halbwegs vom geistigen Auge haben, zu einem vergleichbaren Ergebnis. Ich tausche die Instrumente, habe aber das gleiche Ziel erreicht, hier eben auch bei dieser deutlich größeren Finanzierung der Hausbank einen großen Teil des Kreditausfallrisikos wegzunehmen und sie damit eben idealerweise zu einer Kreditzusage zu bewegen, die sie eventuell oder vielleicht auch ganz sicher ohne Zuhilfenahme dieser Fördermittel, dieser Förderungsmöglichkeiten dann im Zweifel auch eher nicht gegeben hätte. Ich weiß, dass wir hier in der Kürze der Veranstaltung das Thema Finanzierung nur ganz grob, ganz oberflächlich anreißen können. Es soll Ihnen ja auch, jede Finanzierung ist anders, jedes Vorhaben ist anders, nur ein grundlegendes Bild davon vermitteln, wie eben der Einsatz der Kreditförderprogramme zu Ihrem Vorteil grundsätzlich funktionieren kann. In Ihren persönlichen Einzelfällen können wir das gerne individuell diskutieren. Das sind die Kontaktdaten, die Sie auch benutzen dürfen. Und abschließend möchte ich bei der Gelegenheit eben auch nochmal Reklame machen für einen Finanzierungssprechtag, den wir hier in Bielefeld, ja, Thomas Mikulski nickt, genau, einen Finanzierungssprechtag, den wir hier mit der Handwerkskammer, mit der IHK außerhalb von Corona in den Räumlichkeiten der IHK, jetzt in Corona-Zeiten machen wir das als Online-Veranstaltung, als Videokonferenz, eben tatsächlich auch veranstalten. Jeder erste Mittwoch eines Monats ist der Termin für diesen Finanzierungssprechtag und da können wir uns dann eben auch individuell Ihre Vorhaben angucken. Die Bürgschaftsbank ist regelmäßig auch mit dabei und eben gucken, wie eine Finanzierung für Sie eben tatsächlich in dieser Wirkungskette optimiert werden kann. Vielen Dank.